Okay, jetzt. Hier ein Interview mit der Schriftstellerin Isabel Allende. Lache so oft du kannst. 35 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt in 27 Sprachen. Damit ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende. Was bedeutet Ihnen Liebe? Das Einzige, was du wirklich besitzt, ist die Liebe, die du gibst. Lieben, das macht mich reich. Liebe hält mich in Schwung. Die Liebe meines Mannes und meiner Familie, meine Liebe zum Schreiben. Es ist ein überschäumendes, ganz privates, ja verrücktes Gefühl, das du schwer bändigen kannst. Liebe tut uns gut. Sie macht stark. Wenn mein Mann Willi und ich zusammen sind, verdoppeln sich unsere Energien. Natürlich ideal. Wir stehen Rücken an Rücken. Da kann uns der Wind ruhig mal stark ins Gesicht pusten. Allerdings haben wir inzwischen gemeinsam die Weisheit gewonnen, dass man im Leben und in der Ehe durch viele Phasen geht. Körper und Geist verändern sich. Deshalb musst du dich immer wieder aufeinander einlassen, dich erneut füreinander entscheiden. Bislang haben wir es geschafft. Ihre Romane erzählen immer wieder von besandten Frauen. Was ist das Geheimnis einer starken Frau? Eine Riesenportion Mut, ein Schuss Übermut und glühende Leidenschaft. Frauen verstehen das Leben, Gefühle, Beziehungen besser als Männer. Sie verbeißen sich nicht in ein Ziel, sondern sehen mehr den Weg dorthin. Starke Frauen lassen sich nicht von Kraft und Strenge einschüchtern. Sie nehmen ihr Schicksal an, können Fehler zugeben. Sie sind gute Mütter, gute Freunde und gute Geliebte zugleich. Meine Mutter ist eine solche starke Frau. Sie ist weit über 80, lebt in Chile und seit mehr als 30 Jahren schreiben wir uns jeden Tag einen Brief. Es gibt nichts, worüber wir nicht reden können. Mit ihr verbindet mich die längste Liebesgeschichte meines Lebens. Woraus schöpfen Sie Kraft? Aus meiner Liebe. Und dann ganz viel Lachen. Ich brauche einen Hund, Bücher und auch einmal einfach mal Stille. 8 Stunden Schlaf, Schokolade, Tee und die Natur. Mein Garten, das Meer am Horizont. Ich kann endlos lange im Wald spazieren gehen. Welche Rolle spielt Hoffnung in Ihrem Leben? Ich bin voller Hoffnung, immer. Sehe mich selbst als realistischen Optimisten. Und das ist ein Gefühl, das mich glücklich macht. Mich die Kraft des Lebens, seine positive Energie spüren lässt. Mal ganz ehrlich, es gibt Tage, da denken wir doch, wir laufen nur im Kreise und wiederholen all die alten Fehler. Dann sage ich mir, nein, das ist kein Kreis, kein Hamsterrad, sondern vielmehr eine Spirale, die uns immer höher, immer mehr voranbringt. Ich weiß, dass ich auf meinem Lebensweg durchaus hinfallen kann, aber ich weiß ebenso, dass ich dann die Kraft haben werde, wieder aufzustehen. Hoffnung, die habe ich auch für unsere Welt, dass sie eines Tages mitfühlender und viel gerechter ist, dass wir es schaffen, unseren Planeten zu retten, dass wir Wege finden, Konflikte ohne Kriege zu lösen. Woran glauben Sie? Das Leben ist eine Reise, du gehst und Dinge geschehen unterwegs. Geschichten greifen ineinander, berühren sich, wie eine Schnur, die Kreise zieht. Ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind, in der Natur, im ganzen Universum. Selbst der Tod ist kein Ende, nur ein anderer Zustand. Ich stelle mir einen spirituellen Ozean vor, einen gemeinsamen Geist, ein gemeinsames Bewusstsein. Und wir alle sind Tropfen in diesem einzigartigen Meer. Auf dieser Erde sollen wir durch unsere Sinne, Sehnsüchte und durch Leid etwas lernen. Dieser Tropfen, der wir sind, kehrt dann zur Ganzheit des gemeinsamen Ozeans zurück. Das ist meine persönliche Art von Spiritualität, denn ich bin kein religiöser Mensch, gehe nicht in die Kirche. Dennoch fühle ich mich dem Heiligen nahe.
weiß, dass mein Körper vergänglich ist, aber meine Seele, meine Gedanken, die sind es nicht. Welche Weisheiten hat das Leben sie bislang gelehrt? Hab keine Angst, deine Flügel zu benutzen, selbst wenn du abstürzen solltest. Es gibt immer eine zweite Chance. Dann öffne immer dein Herz, auch wenn es manchmal verletzt wird, und lache, so oft du kannst. Das ist ein Interview Silvia Nausemeier. Ihr neuer Roman Die Insel unter dem Meer spielt im frühen 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Sklavenaufstände in der Karibik. Vergesse bitte nicht, auf den Abonnier- und Mir-Gefällt-Knopf zu klicken und mit deinen Freunden zu teilen.